Guten Abend, das ist das Tagesinfo vom 29. Mai. Und das hat heute für Schlagzeilen gesorgt. Das Grundgerüst einer Eischhalle zu Raro steht. Heute haben sie den letzten von 6 Tonnen Holzträger montiert. Eine 5G-Antenne sorgt zu Durtma-Unnerems für Emotionen. Jetzt will die Gemeinde reagieren. Mit über 300 km Wege hat die Region Visp-Grächenbolz das längste Bikenetz im ganzen Wallis. Brigg-Lys hat es schon erledigt, Visp ist noch gleich dahinter und Raro macht auch grosse Schritte vorwärts. Es geht um die Eissporthalle. Die Rarner Eishockeyhalle ist nämlich im Bau. Die Grundpfeiler stehen jetzt an. Die Montage der grössten Träger haben sie heute gerade abgeschlossen. Eindrücklich, wie der 6-Tonnen-Holzträger durch die Luft und auf die Montage zufliegt. Die Arbeiter auf der Hebebühne fixieren noch mit Stiftahnen vormontierte Stahlvierungen. Oben auf der Plattform von der Hebebühne hat es heute völlig gewindet. Nicht unbedingt angenehm zum Arbeiten. Hier auf dem Bau ist man sich das aber gewohnt. Ja, da ist vielleicht gut, dass das 6 Tonnen sind. Je schwerer es ist, desto weniger mag das der Wind beeinträchtigen. Was das Problem ist, sobald es über 60 Stundenkilometer geht, der Wind, können wir mit dem Kran nicht mehr fahren. Dann stellt er ab und dann kann man eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht mehr aufstellen. Aber momentan sind jetzt also 40 Stundenkilometer. Das liegt noch drin. Seit Mitte Januar hat sie völlig etwas getan. Insgesamt 12 von diesen massiven Holzträgern haben zur Baustelle im Turti gemessen, über die Kantonsstrasse transportiert und schliesslich euch hier aufgesetzt. Das Grundgerüst einer neuen Halle das steht mittlerweile. Heute Morgen haben sie den letzten 38 Meter Träger aufgesetzt. Das sind eigentlich alles Sichtholz, also das sieht man nachher an der Halle drin, dass das eine saubere Konstruktion ist. Das ist eigentlich vom Architekten so gewählt worden, dass man da etwas mit Holz will zeigen, ein nachhaltiges Produkt, das eigentlich hier in der Schweiz auch immer nachwächst. Also diese Halle ist im Prinzip in 15 Minuten nachgewachsen in der Schweiz. Ein Projekt mit Nachhaltigkeit. Eins, was sich auch nachhaltig auf den Nachwuchs vom EHC Raro soll auswirken. Der darf sich hier mit 6 neuen Kabinen und einem überdachten Feld auf eine zeitgemäße Infrastruktur freuen. Hier können wir regelmässig trainieren. Vorher müssen wir teilweise auf Brigg gehen oder auf Visp. Weil wir müssen normalerweise immer schon früh, Mitte September, Anfang Oktober, die Meisterschaft anfangen. Und dann kann man einfach nie eine gute Juniorbewegung machen. Und das ist enorm wichtig. Die erste Mannschaft von euch, wenn ich schon Mitte oder gegen Ende anfangen zu trainieren. Und so können wir natürlich einen besseren Betrieb garantieren. Bis dahin geht es aber noch ein Stückchen. Insgesamt 270 Kubik Holz werden hier verbaut. Ende nächste Woche sollte das Gräbste durch sein. Die Spannverrohrung die ist für den Äugsten geplant. Und die ersten Kurven mit den Schlittschuhen sollte man hier planmässig Anfang November ziehen. Auf der Gemeinkanzlei zu Durtma-Unnerems liegt ein Baugesuch auf. Und zwar für eine 25 Meter hohe 5G-Antenne bei der Seilbahn zu Unnerems. Es ist ein Baugesuch, das die Emotionen hochgehen lässt. Über 100 Leute haben darum eine Petition unterschrieben, die verlangt, dass die Mobilfunkantenne etwas anders darkommt. Das will auch die Gemeinde. Der Gemeindepräsident Marcel Zeijero hat eine bewegte Urversammlung hinter sich. Das Hauptthema unter dem Traktandum Verschiedenes ist nämlich der Bau von der 5G-Mobilfunkantenne hier. Swisscom will die bei der Seilbahnstation Unnerems bauen. Über 100 Leute haben darum eine Petition unterschrieben, die einen Standortwechsel verlangt. Der Stand der Dinge ist, dass das Baugesuch ist, im vorletzten Freitag im Amtsblatt war, von der kantonalen Baukommission. Und auf das hier hat die Bevölkerung Alarm geschlagen und gesagt, sie will das nicht. Und an der gestrigen Urversammlung hat das grosse Emotionen und Diskussionen ausgelöst, was für uns vom Gemeinderat so verständlich ist. Schliesslich hat die 25 Meter hohe Antenne durchaus das Potenzial, das neue Wahrzeichen von Unnerems zu werden. Neben der Hege, am doch exponierten Standort, gibt es seitens zu Kritiker auch Bedenken wegen allfälliger Gesundheitsrisiken. Die Sorge will man seitens der Gemeinde jetzt ernst nehmen. Ich habe gestern Abend euch zugesagt, dass wir Ski werden unterstützen mit der Petition an Swisscom, damit man den Standort neu überprüfen tut.
Und da haben wir euch noch die Swisscom kontaktiert. Von dieser Seite heisst es, sie nehmen die Petition zur Kenntnis und bleiben mit der Gemeinde in Kontakt. Sicher ist, der Antennenbau hat jetzt schon eine gewisse Strahlkraft. Hier sind die weiteren Meldungen vom Tag. Der Vorsitz des Verfassungsrats ist gewählt, das teilt heute das Übergangsbüro mit. 4 Mitglieder hat das Präsidialkollegium, 2 Männer und 2 Frauen. Als einziges Mitglied aus dem Oberwallis ist der Lukas Jäger von der SVPO dabei. Die anderen 3 Mitglieder sind von der Bürgerbewegung, der Grünen und der CVP Unnerwallis. Die Amtszeit beträgt höchstens 2 Jahre und kann nicht verlängert werden. Das Projekt Agro-Espace Lake Raro ist definitiv abgeschlossen. Schlusspunkt war die Vereins-GV von gestern Abend. Agro-Espace Lake Raro war eines der schweizweit grössten Projekte zur regionalen Entwicklung. Mit dem Ziel, regionale Produkte unserer Landwirtschaft zu vermarkten und einen Mehrwert für die Region zu schaffen. In den nächsten Monaten klärt eine Arbeitsgruppe ab, wie es für den Verein weitergeht. Der Philipp Gerold ist der neue Chef von der Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft. Der 46-Jährige tritt die Nachfolge von Olivier G. an, der sein Amt per Ende Dezember 2019 abgibt. Der Philipp Gerold ist seit 8 Jahren Forstingenieur für den Kreis Oberwallis. Davor hat er schon mehrere Jahre als Chef von der damaligen Sektion Walderhaltung Zitten geschafft. 1,5 Jahre lang haben verschiedene Tourismusregionen und Gemeinden an der Bike-Region Visp-Grächen geschafft. Eine Zusammenarbeit, die hat gefruchtet. Heute hat man das zusammenhängende Bike-Netz zu Visper-Terbinnen präsentiert. Diesen Sommer soll es schon in ganzer Länge fertig und befahrbar sein. Das Wallis als Paradies für Biker. Ein Ziel, das man schon länger darauf hinschafft. Mit dem neuen Bike-Netz Bike um Visp um Grächen ist man jetzt am Ziel ein Stück näher. 310 km Bikewagen verteilt auf 15 Gemeinden sind Teil eines Bikenetz. Trotz diesen vielen verschiedenen Beteiligten, die Koordination hat gut geklappt. Es heisst ja immer, okay, die Tourismusregionen arbeiten nicht zusammen und es ist so schwierig zusammen zu arbeiten. Ich muss sagen, hier in diesem Projekt haben wir das Gegenteil erlebt. Also es war eine sehr gute Zusammenarbeit gewesen, zwischen den Tourismusorganisationen, zwischen den Gemeinden, muss das Projekt wählen. Alle haben am gleichen Strang gezogen und es war also wirklich eine grosse Freude, gewesen, das Projekt zu leiten. Die Zusammenarbeit hat bewirkt, dass Bike um Visp um Grächen jetzt ein griechisches Mountainbike-Netz im Wallis hat. Klar ist aber auch, dass die Freude nicht bei allen gleich fest ist. Vor allem Wanderer stehen Bikewagen grundsätzlich kritisch gegenüber. Das Verhältnis zwischen Wander- und Bikergruppe ist nicht immer einfach. Es gibt ab und zu mal spannende Diskussionen. Aber wir müssen festhalten, es gibt bis jetzt noch keinen Unfall. Es gibt bis jetzt auch noch kein irgendwelches Verfahren, ein Gerichtsverfahren, das dazu hätte müssen geführt werden, dass eine Entscheidung hätte müssen fallen, pro oder contra, was ist möglich. Und ich glaube, das zeigt schon mal, dass eine gute Koexistenz bereits jetzt schon da ist. Damit Wanderer und Biker auch zukünftig gut aneinander vorbeikommen, setzt man vor allem auch auf die Eigenverantwortung von Bikerinnen und Biker. Es gibt Verhaltensregeln für die Bikewagen, wo man darauf hofft, dass die von allen eingehalten werden. Bei Wallis Promosio ist man zufrieden mit dem neuen Angebot, auch weil es auf die Nachfrage von einem Gast eingeht. Was sehr wichtig ist, ist auch auf Single Trails. 80 Kilometer von Single Trail zu haben, ist sehr wichtig, weil jetzt die Kunden, also die Bikers, brauchen, wollen diese Single Trails zu fahren. Wegen dem vielen schneedischen Winter sind noch nicht alle Bikewagen bereit. Auch die Signalisation von einem Wagen ist noch nicht fertig. Spätestens am 22. Juni soll es aber soweit sein. Da findet ein grosses Bike-Opening statt. Das war vom Tagesinfo. Wir sehen uns wieder am Freitag. Morgen am Viertag seht ihr hier auf Kanal 9 einen Rückblick auf die Artistika. Jetzt geht im Anschluss an das Meteo und die Sendung Bijou. Da ist die Schicht Maya Burgener auf der Insel Java in Indonesien unter die Einheimischen. Und zum Schluss geht es dann hoch auf einen Vulkan. Ich wünsche gute Unterhaltung und vor allem einen schönen Abend. Ademinant.